Ja. Ja, ja, ja. Ich habe nämlich schon eine Idee, wie wir das aufgliedern können. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. So. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits Hilbert aus. Der Vier, dann snappt das nicht mehr. Dankeschön! Ich hab mir schon überlegt, ob ich es ausschalten soll, ne? Ich habe mir dann gedacht, ach komm, das schaffst du jetzt. Das ist doch, das ist nur ein Kabel. Was kann schon passieren? Rennick, wunderhübschen guten Abend. So, was sagen unsere Schulden? 2,4 aktuell nur noch. Wir zahlen einen Schuldendings zurück, das traue ich mich. 1,4 noch. So, hier oben kommt unsere Kriminalstatistik durcheinander. Oh, die sind schon fertig? Wie schnell bauen die das denn? Wie schnell ist denn das jetzt gegangen? Verzeihung? Warte mal kurz. Wir unterstützen erst die andere Polizei. Das finde ich ganz vernünftig. Wir nehmen natürlich den Trabi, oder? Oh nee, der ist viel schneller hier. In so einem Code Blue Blau vielleicht. Let's go. So. Schön. Schönes Ding. Und da arbeiten auch vernünftig viele. Das ist doch wunderhübsch, wenn das jetzt nochmal geht. So. Die wurschteln schon schön, ne? Da hängen auch alle Baubüros dran. Hohe Prio ist gegeben. Das ist gut. Das ist mir nicht so wichtig. Das ist okay. Das holen die sich dann von allein, wenn sie Kapazität haben. So. Jetzt ist es so. Jetzt haben wir dieses eine Ding hier. Und das Teil hier würde jetzt Strom liefern, aber ausschließlich an den Verteiler. Jetzt natürlich die Frage, wie verteilen wir den Strom, dass der hier an den kommt und der hier an den kommt? Ohne, dass es dumm aussieht. Und am besten mit, also, wir könnten das über Kreuz verbinden, das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Also einen hier rein, einen da rein und dann umgedreht wieder. Dann ist es egal, an welchen von den Großen wir hier anschließen, es kriegen beide am Ende raus. Bringt es etwas zu Beginn, schnelle Autos und LKWs zu kaufen? Kiesstraßen sind doch auf 60 km/h oder so limitiert. Ja, wir wollen ja unbedingt auf Asphalt. Wir haben ja die Infrastruktur für Asphalt schon geschaffen, wir haben bloß das Personal gerade nicht. Aber theoretisch wollen wir ja schon auf Asphalt. Wir werden auch irgendwann auf Asphalt upgraden. Das ist eine relativ einfache Produktionskette, die man schnell umsetzen kann. Also muss man mal gucken. Ich finde es ja jetzt schon krass, wie schnell die Polizei hochgezogen haben. Wie viele Leute da arbeiten, ist halt auch faszinierend gut. So, hier hinten ist auch wieder mehr Betrieb mittlerweile. Also wir haben jetzt schon viele Wohnhäuser abgerissen, ne? Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Da ist schon viel Bewegung drin gewesen. Krieg ich da noch eins rein? Ja. Dann lass uns das mal bauen, ha? Huh? Gut.
Ich hätte ganz gerne jetzt mal langsam den Anschluss für diese Dinger gelegt, ne? Aber da wird der Bauschutt einfach gerade nicht abgeholt. Haben wir schon wieder ein volles Bauschuttlager? Ne, ist tatsächlich leer, ne? Gemischte Müll schaut auch erstaunlich gut aus. Also unsere Bevölkerung hat sich so erholt, dass es nicht mehr ganz schlimm ist. Aber was ist denn eigentlich mit unserer Schneepflugstation hier los? So, hier haben wir jetzt gesagt, hier haben wir ja schon eine kleine Problematik gelöst an der Stelle. Das bedeutet, auch hier werden wir jetzt langsam mal tätig werden müssen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhab. Das muss eigentlich gesamt weg, ne? Das müssen wir komplett neu verarbeiten. Müllwagen ist unser Problem hauptsächlich. Ja, bringen wir mal ein paar Müllwagen ran. Da brauchen wir nichts. Bagger vielleicht noch ein paar, ha? So, dann hat das Baubüro auf jeden Fall mal was gewonnen. Jo, genau, neue Fahrzeuge. Das könnte helfen. So, diese lange Leitung geht jetzt aktuell hier hoch. Die wird abgerissen, ne? Die werden wir dann auch auf die Länge legen. Das ist, aktuell ja nicht wirklich sinnvoll. Ja, jetzt hat er natürlich keinen Saft, ne? Der wird jetzt über die Stadt noch mitversorgt, aber die hat auch keinen Saft. So. No risk, no fun. Ey, diese Leitung ist zwergtastisch. Die wird nie kaputt gehen. Ich bin mir sicher. Das wird natürlich jetzt... Oh. Warte mal kurz, wir haben ein leichtes... Ich hab noch mal gesagt, was kann schon passieren, ne, wenn ich die Stromleitung hier kapp. Ich weiß es wieder. Die ist aber weg, ja, das passt. Das heißt, wir könnten hier eine kurze Alternative reinbauen.
geht auch relativ zügig, so ein Ding auszuheben. Es kostet gar nicht mal die Wucht. Ist hier ein Tanker unterwegs? Hier ist ein Tanker. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Genug. Okay. Ah, ja. Sind Fahrzeuge hier auf dem Weg? Ja, wunderbar. Kipper und so. Das passt. Kaufen wir mal für hier oben, für den, das ist der Spritverkauf und das ist der Spritverteiler, ne? Könnten wir eigentlich nochmal ein paar Fahrzeuge für den kaufen, ne? Damit der sich ein bisschen leichter tut auch. Dr. Rush, ob ich am Wochenende stream, weiß ich gerade noch nicht, wie ich es am dümmsten einrichten kann. Ich denke Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag wird es wahrscheinlich nächste Woche tatsächlich mal nix wegen Ostern. Weil ich auch zum großen Teil nicht da bin. Ja. Ich bin viel familientechnisch unterwegs und da freue ich mich auch schon gewaltig drauf. Weil das gar nicht so selbstverständlich und oft ist. Ja. Bin schon guter Dinge. So. Na, guck mal, diese paar Arbeitstage, die reisen wir jetzt noch runter, ha? Dann hat er das Ding hier unten wieder Strom. Aber es hat, also diese kostenlosen Dinger sind halt der letzte Mist, ne? Hilbert, dankeschön. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Good old Zwergenfamilie. Na, hallo. Ganz bestimmt sogar. Wie gesagt, freue ich mich schon sehr. Ah, das, da, schau. Da, die wollen nicht alle tanken. Die wollen auch zum Teil einfach nur in die, ins Zollhaus fahren. Das ist natürlich auch gut. So, hier kaufen wir auch nochmal ein paar Fahrzeuge. Ich meine, die sind ja auch teuer, ne? Die kosten auch immerhin schon ein bisschen Geld. Aber einfach nur, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Kapazität haben, um das alles zu bedienen. Der müsste ja eigentlich an dem Spritverteiler, an welchem? An dem Einser hängt der dran und der hinten hängt am Zweier dran wahrscheinlich. Ne, der hängt auch am Einser. Ja gut, aber eigentlich müssten die ja schon ein bisschen was haben, ne? Ich weiß nur nicht, warum... Ja, jetzt haben sie ihn befüllt. Okay, also da ist auf jeden Fall jetzt ein Tanker, ist vorbeigefahren. Ja, na gut. Dann ist ja Sprit da. Das ist ja schon mal was. Morgen Factorio, das ist der Plan. Gibt eine riesen YouTube-Bibliothek, da kommt die Langeweile auf. Das stimmt natürlich, ne? Also wie viel? 12.000 Videos? Ach, herrlich. Ist genug da. Da, doch dir einen wunderhübschen Hi. Ja, wir sind gut in den Stream gekommen, ehrlicherweise. Ich bin tatsächlich fast schon ein bisschen erstaunt, wie das, wie gut der Umbau der Stadt läuft. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, hätte ich wirklich nicht gedacht. Dass wir die Stadt dermaßen... Oh, Alter Schwede. Okay, vielleicht nicht gut, aber sagen wir mal, es läuft ein bisschen. Unser Gericht ist ein bisschen arg überlastet, ne? Oh ja, unser Gericht ist sehr überlastet. Wobei, verurteilen könnten die. Oh, wir brauchen ein neues Gericht, ey. War schon wieder leer hier unten. Ja, diese Billigdinger, die sind halt auch nichts, ne? Also das ist halt auch Blödsinn.
Schön, dass der hier langsam fertig wird. Da fehlt nur noch ein bisschen. Ah, die letzten Elektronikteile sind gekommen. Jetzt kann das hier reingelegt werden und dann läuft der Strom zumindest hier mal ein bisschen. Und hier können wir jetzt auch langsam anfangen. So. Der hier läuft hier rein. Der hier. Den legen wir hier rein. Den hier packen wir damit ran. Nee, Quark. Den hier packen wir damit ran. Und den hier. Ziehen wir damit rein. Schaut ein bisschen nach Knoten aus, aber dafür funktionieren jetzt beide mit beiden. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Und wir haben technisch gesehen einen Injektor nochmal frei, wo wir nochmal ein bisschen Strom reinpumpen können, wenn es eng wird. Wir könnten das aber auch geil bauen. Warte mal kurz. Wir bauen das anders. Ich habe eine Idee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach noch nicht. Also wir machen das jetzt so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Der hier geht da rein. Der kommt hier mit raus. Und geht hier rüber. So. Zurück noch. So, der hier kommt von dem. Und jetzt muss der hier nur noch zurück. Das schaut ein bisschen ordentlicher aus. Schaut nicht so ganz nach Chaos aus. Bisschen ordentlicher, ja? Kein Kunstwerk, aber schon besser. Jetzt hat er keinen Tank oder was? Oh no. Schaut's hier aus? Sind da wenigstens Leute auf der Baustelle? Komm, es sind wirklich nur noch ganz wenige hier. Hat der wenigstens hier hinten... Jetzt ist der liegen geblieben mit dem Tank, Alter. Jetzt der letzte Tanker, er hier ist es. Komm schon, mach keinen Blödsinn jetzt.
versuchen jetzt gerade mal so ein Backup zu fahren. Ja, die bleiben alle liegen, weil sie nicht nirgendwo hinkommen, ne? Kriegen wir ihn denn jetzt hier los, ne? Und die können es nicht fertig bauen mit der Stromleitung hier unten. Okay, dann brauchen wir jetzt Plan B für die Liebe. Irgendwo, wo die nicht stören. Das wäre toll. Also auch wenn eine riesen Fahrzeugkolonne hier reinfährt, wäre es vielleicht hier hinten gar nicht mal so schlecht, aber ich würde es eher hier hinbauen. So. Wir kommen aber, warte mal ganz kurz. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht, ne? Das ist auch äußerst ungeil. Aber das kriegen wir auch nicht hin, ne? Jetzt haben wir die Bagger, oder was? Nicht durch die Tuyas! Oh, er will halt nur tanken, weißt du? Mehr will er ja gar nicht. Okay, einer hat's geschafft. Einer ist raus. Beide sind raus. Sehr gut. Die müssen jetzt nur noch zurückkommen. Zum Glück haben die noch Sprit. Das wäre jetzt ganz blöd, wenn die keinen Sprit mehr hätten. Dass die jetzt keinen Strom mehr haben, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber die hängen an irgendwas dran, was keinen Saft mehr hat, oder? Ja, die haben hier hinten keinen Strom mehr. Weil der Hauptverteiler hier energielos ist. Ja, weil der von hier unten keinen Zubringer mehr kriegt. So.
Hä? Zu scharfe Kurve? Moment, das kriegen wir besser hin. So. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ah, oh, ja. Gut. Jetzt die Frage, kommen die alle Fahrzeuge wieder zurück? Oder nicht? Die haben auf jeden Fall jetzt hier getankt. 6 Tonnen sind da drin. Kostenlos 3 müssen die hin. Der geht nach kostenlos 2. Der fährt wahrscheinlich hier runter. Das ist die eine. Aber der kann sogar vielleicht bis zu der hinkommen. Wenn alles gut läuft, schafft es der auf jeden Fall durch. Das wäre geil. Das wäre gar nicht schlecht. Es muss dann. Wir brauchen nur einen ganz kurzen Moment, wo alle sich ein bisschen bewegen, damit sich die Tanklaster freirogeln. Das wäre schon schön. Wobei der hätte auch mal mehr tanken können, ne? Wo will er hin? Wo sind die Zweier? Ist das die hier? Ist die hier? Ja, gut, der kommt da ja nie rein. Und er hier? Er fährt richtig. Jo, er macht den Weg frei. Let's go, Leute. Jetzt müsste sich eigentlich alles losbewegen, weil sich alle Fahrzeuge endlich freiruckeln können. Kommt hier ein Tanklastzug mit Sprit an? Weiß man nicht. Ich meine, sind wir ehrlich, der hat ja auch nur 5 Tonnen. Das reicht nicht aus, nur für gar nichts. Aber Hauptsache, es bewegt sich hier mal ein bisschen was. Ja, wir verlieren nämlich massiven Einwohner schon wieder. Ja, weil da auch nämlich die ganzen Essenslaster dazwischen hängen. Da fährt einer zum Zollhaus weiter. Ja gut, aber mit jedem Ding, das hier frei wird, werden die Tankstellen wieder weiter versorgt. Das ist schon gar nicht mal so blöd. Auch wenn die jetzt wahrscheinlich instant leer ist, aber das macht jetzt gerade gar nichts.